Bobbig. Mein Name ist, wie gesagt, Bianca Kastel und der Talk heißt Digitalisierung unter pandemischen Bedingungen. Learnings aus mehr als 2 Jahren Digitalprojekte im öffentlichen Gesundheitswesen. Kurz zu mir, mein Name ist Bianca. Ihr findet mich unter den sozialen Netzwerken unter bkastel. Und was es vielleicht dazu sagen, etwas zu sagen gibt, ist, ich bin eigentlich, ich weiß nicht so ganz, was ich beruflich eigentlich für einen Schwerpunkt habe, weil ich so viel mache. Ich bin eigentlich Software-Projektmanagerin / Webentwicklerin / Menschen, die Welt erklären, wie sie technisch funktioniert, damit sie verstehen, wie ihre digitalen Systeme eigentlich wechselwirken. Ich habe in der Pandemie relativ viel digitale Kontaktnachverfolgung gemacht. Das heißt relativ viel. Ich denke, wahrscheinlich habe ich Systeme betreut, die eine 7-stellige Anzahl an Corona-Infektionen irgendwie mit denen in Kontakt war. Ich arbeite eigentlich an der Digitalisierung in einem Gesundheitsamt. Also ich bin tatsächlich Teil der öffentlichen Verwaltung, man glaubt es gar nicht, aber ich bin privat hier. Ich bin Vorsitzender des Innovationsverbundes Öffentliche Gesundheit. Wir sind so ein paar Nerds, die versuchen, die Verwaltung mit Open-Source-Tools zu befähigen. Und ich war deswegen auch verfahrensverantwortlich für das Thema Iris Connect. Und ich habe auch mal die Luca-App gehackt, Grüße ans Modo. So, die Projekte, die ich jetzt vorstelle, die haben so eine gewisse Größe, eine gewisse Auswirkung. Das ist relativ wichtig, weil es in diesem Talk auch sehr stark weniger um Technik gehen soll. Es ist auch total entspannend, mal auf einer Veranstaltung zu sein, wo ich der wahrscheinlich am wenigsten technische Talk bin. Sonst ist es meistens andersrum. Ich bin dann immer zu technisch und Bianca, das ist so technisch und du musst dich bei dem mitnehmen, das ist technisch viel zu kompliziert und diese Details brauchen wir noch gar nicht. Ich glaube, jetzt ist es eher zu wenige Details, aber mehr so die Flughöhe oben drüber. Das ist, glaube ich, auch mal ganz nett. Ich habe tatsächlich in der Pandemie mehrere Ebenen von Verwaltung, Gesundheitswesen betreut, also einerseits kommunale Ebene, ein Landkreis mit 220.000 Einwohnern, die föderale Ebene, 4 Bundesländer, das heißt, das waren dann tatsächlich betroffen, 30 Millionen Einwohnerinnen. Und wir haben noch versucht, auf Bundesebene Dinge zu tun. Das heißt, wir haben so den Scale von Kommune bis dem Bund durch. Und dadurch, dass es pandemische Systeme waren, in Anführungszeichen, war natürlich auch die Gesamtbevölkerung von diesen Systemen betroffen. Das ist insofern relativ wichtig, weil das auch ein bisschen den Blick darauf verändert, wie man mit so Systemen umgeht, vor allem auch, welche Konsequenzen man im Blick haben sollte. Jetzt sind die generellen Schwierigkeiten bei diesen Projekten gewesen alles. Das versuche ich mal so zusammenfassen, was es eigentlich alles war. Erstens war Pandemie, es ist immer schon eine gewisse angespannte Situation, beziehungsweise es ist immer noch Pandemie. Dann hatten wir natürlich die Arbeit in der Verwaltung und im öffentlichen Gesundheitswesen. Das ist in Deutschland im Digitalen natürlich immer sehr, sehr weit zurück, so ein paar Jahrzehnte wahrscheinlich vom Stand der Technik. Und in diese Situation kommt dann auch die Tatsache, dass sich die Rahmenbedingungen ständig ändern. Wir haben irgendwie immer so Sachen wie neue Virusmutationen, wir haben neue Verordnungen, Gesetze, die kommen dann tatsächlich auch nicht im Jahresrhythmus, sondern manchmal auch mehrere pro Tag. Man stellt sich dann fest, haben sie jetzt irgendwie noch einen Bugfix an der Verordnung gemacht oder was war da los? Und wir haben ein Publikum an Fachexpertise, das eigentlich im Digitalen keine digitalen Kompetenzen hat, muss man sagen, wie es ist. Es klingt hart, aber Verwaltungsmitarbeitende wissen nicht direkt, wie sie digitale Systeme entwickeln wollen. Dazu kommen noch so Sachen wie ein Budget, ist auch immer schwierig, wobei es da tatsächlich auch nicht so ganz schwierig war, Budget zu finden, weil es war damals wirklich wichtig, Dinge zu tun. Aber was zumindest erkannt wurde, ist, dass dieses ganze Digitale auch irgendwie dabei helfen kann, das Problem zu bewältigen. Ein Amtsleiter, mit dem ich gearbeitet habe, hatte mal gesagt, wir haben eigentlich Digitalisierung unter den beschissensten möglichen Bedingungen gemacht. Und das lasse ich jetzt mal so stehen. Das ist aber tatsächlich ein Zitat von Leuten, die mit dem gearbeitet haben. Jetzt ist die Frage so ein bisschen, bevor wir in die Technik gehen und in technische Entscheidungen, die wir getroffen haben und auch den Hintergrund zu diesen Entscheidungen, was braucht man eigentlich für Grundvoraussetzungen? Was braucht es denn eigentlich mehr? Erstmal braucht es Menschen, die das auch machen wollen, die als Team funktionieren und die vor allem auch Verantwortung übernehmen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es nicht so entscheidend ist, dass
die Menschen im Team wirklich schon auf einem Skill-Level sind von Experte in irgendwas, sondern dass sie einfach Bock drauf haben zu sagen, okay, wir müssen das Problem lösen, ich will die Verantwortung übernehmen und lass uns dann mal gemeinsam daran arbeiten. Das mag komisch klingen, aber tatsächlich die Vorstellung zu haben, dass man in der Verwaltung dann tatsächlich ein agiles Projekt so in dem, wie es wohl eigentlich agil gedacht war, durchkriegt und auch den Spirit mitkriegt von einer vertrauensvollen Umgebung, wo Menschen sich vertrauen, damit sie einen Job dann kriegen, ist komisch, dass es ausgerechnet in der Pandemie funktioniert hat, aber so war es tatsächlich. Was bei diesen Menschen auch immer von der fachlichen Expertise relativ wichtig war, ist, es waren Menschen, die immer versucht, immer Dinge nicht so einfach mal so zu lassen, wie sie sind, sondern auch die versucht haben, auch eine, sagen wir mal, Attention to Detail reinzubringen, zu sagen, guck mal, das geht doch noch besser, das kann man irgendwie noch besser machen, das müssen wir auch kontinuierlich verändern, und die auch versucht haben, auch spät in Projekten, das sind wir beim Agile-Manifesto, auch alles nochmal komplett umzuwerfen. Also wirklich zu sagen, okay, jetzt sind wir eigentlich 2 Wochen vor irgendeinem Live-Konferenz mit einem Feature, aber wir müssen alles nochmal radikal ändern, weil wir sonst es ist einfach auf die Füße fällt. Das ist eine Erfahrung, die haben wir so häufig gemacht. Und das ist, glaube ich, auch relativ wichtig, dass man da als Team zusammen solche Entscheidungen treffen kann und sagen kann, ja, es bringt jetzt gar nichts, wenn wir das schnell online kriegen, müssen doch nochmal einen Schritt zurückgehen und Dinge verändern. Das sind also so Grundvoraussetzungen von Teams, wie sie funktionieren, menschlich. Es gibt technische Grundvoraussetzungen, die auch immer ja, relativ logisch sind aus sinnvoller Softwareentwicklungssicht. Wir brauchen funktionierende Development Pipelines. Ich sage das deswegen, weil es nicht bei allen Systemen vorhanden war, mit denen wir gearbeitet haben. Es braucht einen sinnigen Einsatz von Automatisierung, also im Bereich Testing und bei Security Scans. Und es braucht auch funktionierende Backup- und Rollback-Strategien, weil wir tatsächlich auch manchmal so ein bisschen wirklich an Leading Edge gearbeitet haben und sagen, okay, jetzt müssen wir irgendwie schnell Dinge verändern, müssen schnell ein Live-System auf eine neue Version relativ Breaking Change bringen und dann brauchst du eben auch Backup- und Rollback-Strategien. Das war nicht bei allen Systemen, die sonst normal so in der Verwaltung im Einsatz sind, der Fall, was ein bisschen wenig Vertrauen erweckt, aber naja, ich sage lieber jetzt nicht, welche Systeme ja keine Rollback-Strategie haben. Manche davon sind eigentlich systemrelevant. Dann haben wir noch das Thema strategisch, also ich sag mal eher technologisch strategisch, was haben wir uns auch immer als Fokus gesetzt, was ist uns besonders wichtig? Wichtig ist immer so dieses Thema Resilienz, das ist auch so ein Buzzword gerade, wo man dann feststellt, naja, was soll das eigentlich sein? Resilienz ist jetzt irgendwie Widerstandsfähigkeit oder Ausfallsicherheit oder Anpassbarkeit. Wir haben das mal als Resilienz im positiven Sinne wahrgenommen, als die Möglichkeit einer kurzfristigen Anpassbarkeit, weil tatsächlich sich manches auch jeden Tag verändert hat. Wir sind da so bei einer Time-to-Market als KPI von, naja, ein paar Stunden. Also dieses Kunde ruft an, übrigens, wir haben jetzt eine Virusvariante, wir brauchen plötzlich Virusvarianten im System, zu das Feature ist online, 3 Stunden. Also bei der Geschwindigkeit sind wir, nicht im Sinne von, wie schnell ist es programmiert, sondern wie schnell von, wir brauchen das, es muss online sein. Das geht natürlich dann auch noch wirklich mit dem Fokus auf Anpassbarkeit und auf funktionierenden Pipelines. Wir haben auch immer einen sehr, sehr starken Fokus auf Security by Design gehabt. Das hat auch ein bisschen, das sind die Rahmenbedingungen, in denen wir dann gearbeitet haben. Das ist insofern auch wichtig. Vieles von dem, was wir getan haben, haben wir wahlweise als Auftragsarbeit gemacht oder aus sogar zivilgesellschaftlicher Perspektive, was ein bisschen seltsam ist, dass die Zivilgesellschaft dem Staat hilft, in einer Pandemie seine digitalen Systeme auf die Reihe zu bringen. Dadurch hatten wir aber nicht immer die Möglichkeit, direkt sensible Daten selbst zu verarbeiten, sondern mussten ein bisschen drumherum bauen. Und was uns auch immer sehr wichtig war, das war auch so ein bisschen die zivilgesellschaftliche Perspektive, Thema Privacy by Design, das heißt, Systeme so zu gestalten, dass sie schon vom Systementwurf her möglichst datensparsam und vielleicht sogar anonym arbeiten können. Aber dazu gleich mehr. Jetzt gibt es so eine Leitfrage, die ich jetzt in diesem ganzen Talk durchziehen würde. Was ist das Problem? Was ist die Lösung? Und was sind die Konsequenzen? Das ist tatsächlich so ein Moment, wo wir immer festgestellt haben, wir müssen noch ein bisschen länger darüber nachdenken, bevor wir schon ins Umsetzen kommen, ins Implementieren kommen und feststellen, okay, wir haben uns da nicht lange genug Gedanken ausgemacht.
Es hat viel damit zu tun, über Softwarearchitekturen nachzudenken, viel über die Konsequenzen von Problemlösungen, die jetzt zwar schnell implementiert werden, aber die uns vielleicht nachher auf die Füße fallen. Und halt auch zu gucken, was für ein Scale hat denn diese Entscheidung eigentlich auch, was denn so mögliche negative Konsequenzen. Das heißt, es ist weniger drauf losprogrammieren, sondern viel, wie können wir dann eigentlich in den Entscheidungen, die wir treffen, auch unsere Programmierung vereinfachen, auch in Zukunft. Und wie kann man das auch so bauen, dass man bestimmte Probleme vielleicht gar nicht haben. Jetzt ist das, was ich nachher zeige, immer ein bisschen, also wirkt sehr elegant und ist sehr ausgefuchst. Man muss aber dazu sagen, in der Pandemie sind in der Umsetzung von digitalen Systemen nicht alle Lösungen schön. Um das zu illustrieren, im Beispiel 1, wir haben diesem Projekt mal Kontaktpersonenmanagement genannt. Wir haben keinen tollen Marketing-Titel dafür, es gibt auch kein Logo. Es war wirklich ein sehr zweckdienliches System. Habe ich damals für das Gesundheitsamt Bodenseekreis betreut, von der Firma Krone EU aus Stuttgart. Deswegen vielen Dank an diese ganzen Personen, die hier genannt sind. Da war, glaube ich, auch entscheidend, dass in der Verwaltung Menschen gesagt haben, okay, wir halten euch die Brücken frei, ihr dürft auf Arbeitsebene machen, was ihr wollt, hauptsache es funktioniert. Und wenn ihr größere Dinge aufreißt und verändert, dann sprecht bitte nochmal mit uns, aber auf Arbeitsebene habt ihr wirklich komplett freie Hand. Das war wirklich auch ein Schlüssel dafür, dass es überhaupt funktioniert hat. Denn wir haben dann tatsächlich auch 9 Monate, 10 Monate mit 2 Wochen Sprints im Scrum-Verfahren in der Verwaltung gearbeitet, mit der Verwaltung zusammen. Was wahrscheinlich so ein bisschen sehr, sehr, sagen wir mal, alienating wirkt, in der Verwaltung herauszufinden, dass 2 Wochen Sprints ganz gut funktionieren. 1 Wochen Sprints haben wir auch versucht, war ein bisschen zu extrem, aber so es kann funktionieren, wenn die Rahmenbedingungen es zulassen. Zu den nicht schönen Lösungen. Wir haben hier ein System namens Surfnet. Surfnet ist das digitale Backbone des Infektionsschutzes in Deutschland. Und das ist ein Konzept aus dem Jahre 2006. Der Beamer ist so ein bisschen schwierig. Ich versuche es mal zu umschreiben, was das Thema ist. Wir haben mehrere Ebenen im föderalen und kommunalen Kontext. Also ihr müsst euch vorstellen, gehen wir mal einfach einen Corona-Fall durch. Wir haben das Szenario, jemand geht zum Arzt, fühlt sich krank, wird getestet, dann geht die Probe ins Labor, wird dort ausgewertet, es wird dann festgestellt, okay, Person ist positiv, das sind diese berühmten PCR-Tests. Diese PCR-Tests gehen immer dann vom Labor an das lokale Gesundheitsamt, das steht hier unter Local Health Department, werden dann von dort aus an die nächste Landesstelle geschickt. Das ist in Berlin halt irgendwie eine senatorische Stelle und werden von dann aus gebündelt ans Robert-Koch-Institut geschickt. So, das heißt, man macht eine Datenaggregation über die föderale Ebene. So funktionieren Corona-Zahlen und Corona-Meldungen in Deutschland. Das führt auch zu diesen lustigen Effekten, dass du an manchen Wochenenden keine Corona-Zahlen hast, weil das System halt quasi immer eine manuelle Mitwirkung hat. Behörde A schickt es an Behörde B und Behörde B schickt es an Behörde C. So. Und wenn Behörde B dann irgendwie am Wochenende ist, kriegst du keine Zahlen, weil es fehlen Zahlen in der Kette. Das könnte man auch komplett automatisieren, aber naja, so weit sind wir damals nicht gewesen. Wir konnten dann damals auch, weil wir als Local Health Department waren, natürlich nicht das Gesamtsystem verändern, aber wir konnten natürlich versuchen, den Teil, den wir beeinflussen konnten, so gut wie möglich zu automatisieren. Jetzt ist das Thema bei Kontaktnachverfolgung, also das Szenario von, ich habe einen Corona-Fall und möchte die Kontakte herausfinden, um diese zu isolieren, um eine weitere Ansteckung zu verhindern, ist ein sehr zeitkritisches Moment. Das heißt, wenn ich da alles, was ich an dem Tag reinkriege, nicht verarbeitet bekomme, nicht alle Leute erreicht bekomme und auch die Kontakte irgendwie isoliert bekomme, dann kann ich das einfach auch lassen. Das heißt, das Szenario, was wir immer hatten als Key-Metric war mehr oder weniger, ja, alles, was am Tag reinkommt, muss am Tag durchgearbeitet werden können. Und Personal kriegen wir nicht unendlich, das heißt, wir müssen tatsächlich an der Technik arbeiten. Es hat relativ gut funktioniert. Wir waren, glaube ich, die Kontaktpersonen so 90% am gleichen Tag erreicht, auch messbar erreicht. Das ist ja auch schon in dem Umfeld nicht so ganz einfach, da messbare Daten dafür zu haben.
Und ja, also zeitlich ist kritisch. Es ändern sich auch immer die Rahmenbedingungen, also in der Quarantänebestimmung und was ist denn als Kontaktperson definiert. Wir haben dann auch mal Kontaktpersonen und so, also ein bisschen seltsam. Und es ist technisch ziemlich kaputt. Das System, was ich beschrieben habe, am Surfnet, arbeitet nicht mit irgendwelchen REST-Schnittstellen oder sonst irgendwas, nicht mal so, sondern es arbeitet mit proprietären Transportdateien. Transportdateien sind so eine Art, ist der Gedanke, man schickt so eine Art Div über E-Mail an die nächste Stelle. Es gibt da auch irgendwie Webservice dafür, aber das sind alles so Changelogs, die man an die nächste Stelle schickt, damit die dann wieder eine eigene Datenbank daraus zusammenbaut und diese dann wiederum diese Datenbank mit ihrem Changelog an die nächste Stelle weiterschickt. Alles sehr proprietär, nicht automatisierbar, alles in diesem System gehalten. Jetzt hatten wir das Problem, wir haben natürlich ein System gebaut, wo wir versucht haben, eine stärkere Automatisierung umzubauen. Also die Möglichkeit, Leuten zu bieten, wenn sie infiziert sind, ihre Kontaktpersonen digital anzugeben. Und ja, mehr Statistik außenrum zu machen. Das mussten wir außerhalb des Systems Surfnet machen, weil das ist das Meldesystem. Das heißt, wir haben das Arbeitssystem haben wir quasi gebaut. Damit wir damit überhaupt interagieren konnten, mussten wir natürlich noch die Schnittstelle zu Surfnet bauen. Das Ganze hat so funktioniert, wie es hier steht. Wir machen eine direkte Datenabfrage auf dem System, exportieren dann per Cronjob eine CSV-Datei, übertragen die dann auf ein zweites System und verarbeiten die dann weiter. Jetzt ist das System allerdings so angelegt, dass da sehr, sehr viele Änderungen kommen. Das liegt einfach in der Situation bedingt, dass Ärzte und Labore und andere in dieser Kette sehr, sehr viele Ergänzungen schicken und dass du dann nicht eine Labormeldung kriegst, sondern 10. Und das hat dann dazu geführt, dass wir ein komplettes Diff- und Automatisch-Verfahren quasi auf CSV-Dateien aufbauen mussten, um die Sache zu vereinfachen, weil wir natürlich den Leuten in der Verarbeitung nicht zumuten konnten, daran so viel rumzuklicken. Das heißt, wir haben so eine Art Pseudo-Git gebaut, auch so mit welchen Teil möchtest du denn übernehmen und so. Total liebevoll, aber ja, so war es halt. Und was dann auch dazu geführt hat, ist, das System, aus dem diese Daten kommen, hatte natürlich eine sich verändernde Datenbankstruktur. Das heißt, wir mussten auch die Veränderung des Systems mit abfangen. Das ist programmiertechnisch schön, das war aber notwendig. Also auf der Ebene CSV so eine Art Git nachbauen, klingt komisch, aber manchmal musst du das tun. Und wahrscheinlich ist diese Lösung auch nicht die, wo wir sagen würden, ja, es funktioniert irgendeinermaßen, wir sind nicht stolz drauf. Aber es ist, glaube ich, wichtig, auch manchmal so Entscheidungen zu treffen. Es gibt manchmal keine schönen Lösungen. So, damit kommen wir jetzt ein bisschen schöneren Lösungen, elegantere Lösungen und auch mehr Überlegungen in Security by Design, Privacy by Design. Beispiel 2. Wir hatten Aufgabe ein, es gab zu einer Zeit verschiedene Ansätze für Kontaktnachverfolgung mittels Apps. Das heißt, ihr kennt uns vielleicht noch, geht in ein Restaurant, checkt euch da irgendwie ein. Im Infektionsfall werden dann diese Daten abgefragt und ans Gesundheitsamt übermittelt. Dabei gab es ein System namens Luca, das kennt man hier vielleicht hier noch. Ich habe das Konkurrenzsystem mehr oder weniger betreut und wir hatten so ein bisschen einen anderen Ansatz, der war einfach, wir bauen eine Schnittstelle. Es gibt schon sehr viele Apps davon, auch in bestimmten Bundesländern und jetzt ein so ein zentrales System so irgendwie in Deutschland zu implementieren mit, zweifelhaften Security-Anspruch, lass uns doch lieber mehr am Schnittstellenproblem arbeiten. Jetzt ist es so, dass wir natürlich als zivilgesellschaftliche Initiative, die es initiiert hat, nicht in der Lage waren, Gesundheitsdaten zu verarbeiten. Deswegen haben wir quasi Iris Connect erfunden, geschaffen, haben es auch nur ein Jahr lang in 4 Bundesländern betrieben, NRW, Thüringen, Sachsen, Hessen. Es wurde initiiert vom Innovationsverbund der öffentlichen Gesundheit, wurde gesponsert von der Steiger Stiftung mit mehr als 1 Million Euro. Das heißt, wir haben über ein Jahr lang bezahltes Open-Source-Projekt gehabt aus Zivilgesellschaft und Impuls, das dann auch tatsächlich in 4 Bundesländern offiziell
hochprofessionell betrieben wurde. Wir hatten sogar eine Telefonhotline. Ich weiß nicht, wie viele Open-Source-Projekte eine Telefonhotline haben, im Zweischichtbetrieb, aber wir hatten das. Und ja, da stecken natürlich ein bisschen mehr Arbeit drin, aussetzen und mal so ein Repo aufziehen. Genau. Deswegen nochmal Dank an die Björn-Steiger-Stiftung. Hier noch so ein bisschen Branding. Endlich mal ein Branding Logo. Und ja, was war eigentlich das Problem? Es gab sehr, sehr viele Kontaktnachverfolgungslösungen in den Bundesländern, die ich geschrieben habe. Waren ca. 50, wir haben sehr viele Gesundheitsämter, 110, die in der Pandemie an IT-Infrastruktur angebunden werden sollen. Jetzt ist es so, dass alle Daten, die wir da hin und her schicken, sind potenziell Gesundheitsdaten. Weil diese Person, wahlweise frage ich nach deinen Daten zu einer Person, das heißt, diese Person ist dann mit Wahrscheinlichkeit infiziert, weil es ist der Auslöser dafür, diese Kontaktdaten abzufragen, oder die Person, die halt in einer gewissen Situation war, haben ein entsprechendes Infektionsrisiko. Das heißt, bei Law dürfen diese Daten nur von den jeweiligen Gesundheitsämtern zur Kontaktnachverfolgung genutzt werden. Das heißt, für uns als Schnittstelle dazwischen haben wir die Herausforderung, dass wir ein Netzwerk bauen müssen, was Daten gar nicht sieht, weil damit würden wir sie quasi verarbeiten. Das heißt, wir müssen eine Weiterleitung bauen. Jetzt es ist architektonisch relativ einfach, wir bauen so ein Zero-Trust-Netzwerk. Na, einfach ist relativ, denn es heißt natürlich, wir müssen in die jeweiligen Gesundheitsämter so eine Art Endpunkt stellen. Das heißt, ein Gesundheitsamt kriegt seinen eigenen Client, den kann es sich bei sich in die IT stellen, kann damit kommunizieren und wir bauen das Netzwerk dazwischen. Damit haben wir den Schmerz nicht, dass wir Gesundheitsdaten verarbeiten, diese ganzen Dinge machen müssen. Aber wir haben natürlich ganz andere Probleme, die wir dann jetzt gleich noch sehen. Jetzt sieht man das nicht so ganz gut wahrscheinlich hier, aber ich erkläre vielleicht mal kurz, wie das eigentlich funktioniert. Also der Gedanke ist, ein Gesundheitsamt kriegt seinen eigenen Verbindungsclient. Dann gibt es dazwischen zentrale Dienste. Diese zentralen Dienste sind dafür da, dass wir so Sachen einbauen können wie: Welche Clients sind eigentlich zugelassen, wie sind die Zertifikate, was sind die Berechtigungen im System und so eine Art zentrales Adressbuch. Also wenn ich jetzt Daten von der Veranstaltung sowieso brauche, wo muss ich denn an welchen Dienstleistungen mich wenden, um diese Daten abzufragen. Das ist das Grundprinzip, das ist also quasi so eine Art Software-Defined Wide Area Network mit aber der Ebene, dass alles dazwischen immer mit MTLS beidseitig authentifiziert ist. Das heißt, es gibt keine Verbindung, die nicht irgendwie doppelt gecheckt ist, bei der nicht immer doppelt überprüft ist, dass diese Kommunikationspartner eigentlich auch gültig sind im Netzwerk. Soweit, so gut. Jetzt haben wir aber den Fall, dass wir Daten von extern in dieses Netzwerk bringen müssen. Das heißt, wir haben jetzt zwar ein Internet gebaut, müssen aber mit dem Internet eben sprechen. Die Herausforderung von den Daten extern kommt daher, dass wir teilweise halt auch Gaststätten oder irgendwelche Location-Betreiber mit involvieren mussten, weil die Daten quasi freigeben mussten. So, wie macht man das, dass man so ein Zero-Trust-Netzwerk von außen Daten reinbringt, ohne dass man das Netzwerk öffnet? Man muss ein bisschen tricksen. Wie haben wir das gemacht? Wir haben zwei Proxys zusammengebaut, die temporär Verbindungen zulassen, weil wir wissen, dass wir diese Verbindungen zulassen müssen, weil ein Gesundheitsamt Daten anfragt. Das heißt, wir kennen alle Anfragen, können dann für eine Anfrage temporär eine Verbindung aufbauen, so eine Einmalverbindung, die kriegt dann quasi eine Ankündigung und können dann quasi einen Public Proxy nehmen, dem sagen, okay, guck mal, ich erwarte hier so eine Datenlieferung und dieser Public Proxy kann dann für das gesamte Netzwerk die Daten an das jeweilige Gesundheitsamt weiterleiten. Das heißt, wir sind dann tatsächlich in der Lage, dass wir das rein technisch so weit abgefrühstückt kriegen, dass wir so Einmalverbindungen zulassen, die wir auch kennen und bei denen wir nicht in die Daten gucken müssen. Denn jetzt kommt so ein bisschen der Trick bei der Sache, wenn man so ein bisschen TLS Pass-Through Voodoo macht und ein bisschen nur in die Client-Hello-Pakete guckt, weiß man auch, wo diese Daten eigentlich hinkommen, ohne in die Daten reinzugucken. Das heißt, man guckt dann mal auf den Kopf, aber nicht in die Nutzdaten. Das Ganze muss man dann aber so, naja, vier Landesdatenschutzbehörden erklären.
die dann immer sagen, ja, hey, Freiheit ist so schon zwischen und das geht doch gar nicht, das dürfte doch gar nicht. Dann ist man auf Code-Ebene mit Datenschutzbehörden am Diskutieren, ob das eine Verarbeitung ist oder nicht. Alle haben dann eingesehen, es ist keine Verarbeitung, sondern eine Durchleitung. Ist sehr spannend, aber wir haben inzwischen relativ guten Kontakt zu Datenschutzbehörden, weil sie auch verstanden haben, dass wir sinnvolle Dinge machen. Genau, das Ganze sieht so aus, aber das mit der Lesbarkeit von den Slides haben wir festgestellt. Aber wie gesagt, es gibt einen zentralen Public Proxy, der guckt, ist es eine Datenlieferung, die ein anderes Gesundheitsamt erwartet. Wenn die bekannt ist und erwartet ist, wird sie an den Proxy des jeweiligen Gesundheitsamts weitergeleitet. So, jetzt nehme ich erstmal noch einen Schluck Wasser, wenn ich hier mal kurz. Wir haben ja so ein bisschen ein Usability-Szenario noch in Evolution. Es geht. Sehr gut. Gut, jetzt hatten wir das Thema Ebene kleines Gesundheitsamt, Ebene vier Bundesländer. Und weil wir sehr anspruchsvolle Hobbys haben, dachten wir uns, es wäre schon ganz clever, wenn wir irgendwie das Thema mit dem Impftermin irgendwie noch lösen können. Vielleicht erinnert ihr euch noch an das Thema Impftermine. Die waren ja so selten wie Gold oder so gehandelt wurden sie wie Gold, zumindest in der ersten Hälfte 2020. Und es war ein ziemliches Chaos, einen Impftermin zu finden. Und Leute waren sehr frustriert mit den IT-Systemen. Genau, wie gesagt, Impfen haben wir dann so ab Mai 2021 bis Mai 2022 gemacht, immer mal wieder, haben es immer wieder versucht. Details dazu gibt es auch in einem Background-Artikel, den ich dann verlinke. Es waren sehr, sehr viele beteiligt. Ich glaube, es waren auch von der Bundesbehördenseite auch Menschen beteiligt, die ich jetzt nur als Behörden nennen kann, BSI und BFD. Ich fand das eigentlich ganz gut. Aber gut. Ich möchte mich noch bei Ben und Jürgen bedanken, weil die noch besonders viel Enthusiasmus reingesteckt haben. Ich erkläre mal kurz, was eigentlich das Problem ist. Oder Eva Wolfgang, erklär mal kurz, was das Problem ist. Einen Termin im Bürgerbüro zu bekommen, ist eine ähnliche Herausforderung wie damals bei dem Impftermin. Alle ausgebucht, nur wer permanent die Seite aktualisiert und viel Glück hat, kann eine erhaschen. Man muss bereit sein, das restliche Leben darum zu organisieren. Das ist ja eigentlich die Sinn und Zweck von der ganzen Sache. Das ist so ein bisschen wie bei aktuellen Beispielen der Einmalzahlung 200, wo man dann auch wieder 12 Minuten warten muss, um seine Einmalzahlung bearbeiten lassen zu können. Anna Biselli hat es gestern irgendwie als Bürgeramtssimulator 3000 bezeichnet. Gut. Auch in aktuellen Beispielen scheint man nicht immer gelernt zu haben, dass man es doch irgendwie konzeptionell und architektonisch abdecken sollte. Aber kommen wir zum Thema mit den Impfterminen. Die durchschnittlichen Suchanfragen für einen Impftermin bei Impfterminservice, das ist eine zentrale Bundes-Impfterminplattform, sind 98 pro Impftermin. Das heißt, du musst 98 Versuche gestartet haben, einen Impftermin zu finden, um einen zu bekommen. Ein bisschen viel. Jetzt gibt es so Leute, die so ein bisschen nerdig sind wie wir und sagen sich, hey, Moment, da machen wir jetzt irgendwie so ein Automatisierungstool dafür. Da gab es auch 15 GitHub-Repos zu dem Zeitpunkt, die irgendwie versucht haben, das Thema so zu lösen, dass sie eine Automatisierung dafür geschrieben haben, die für dich automatisiert deinen Impftermin checkt, damit du nicht jedes Mal einen Rechner refreshen musst. Das kann auch nicht Sinn und Zweck von dem Ganzen sein. Deswegen kam es im Mai 2021 zu einer Begebenheit, die sich in etwa so darstellen lässt. Also es gibt sehr viele Interessenten für Corona-Impfungen. Es kam dann so Startup-Leute kam auf zu, ja, wir haben ja so ein Portal gelauncht, sofortimpfen.de. Wir haben jetzt irgendwie 2 Millionen E-Mail-Adressen, haben gesagt, wir vermitteln ihnen irgendwie Restimpfdosen. Okay, wir haben 2 Millionen E-Mail-Adressen gesammelt. Das ist cool. Was habt ihr sonst noch dazu? Ja, welchen Impfstoff die wollen und das mit Vorerkrankungen wollen wir auch noch abfragen. Okay, ihr wisst schon, dass das Gesundheitsdaten sind in dem Fall da. Ja, das haben sie dann gelernt. Dann sind wir quasi, haben wir architektonisch unter die, haben ihn architektonisch geholfen. So.
Was es natürlich bei dem Szenario auch eben gibt, es gibt so eine Gefahr von jungen DDoS. Also nicht nur DDoS auf technischer Ebene, sondern dieses klassisches Rockkonzert-Szenario. Es gibt Karten für irgendwas, Rammstein oder Beyoncé, und alle wollen zur gleichen Zeit irgendwas. Menschen sind sehr frustriert, weil sie dem Impftermin hinterherlaufen müssen. Deswegen dachten wir uns, wir drehen es einfach mal komplett um. Wir machen Impftermin in den Push. Und statt dass wir die Gesundheitsdaten jetzt zentral vorhalten, machen wir einfach mal anonyme Tokens, weil wir brauchen diese Gesundheitsdaten gar nicht, weil wir impfen ja gar nicht, sondern impfen tun ja die Leute vor Ort. Das heißt, wir müssen eigentlich nur irgendwie Tokens austauschen und dann es eben so weiterleiten, dass der Impfling und die impfende Stelle voneinander wissen. Wir müssen das aber zentrale Stelle natürlich nicht wissen, weil diese ganze Impfaufklärung und die Dokumentation passiert eh vor Ort. Das heißt, wir müssen eigentlich nur ein System schaffen, was Tokens austauscht. Ja, die erste Fassung des Systems war so dezentral, dass es nicht mal eine Persistenz von den Daten gab, wenn die Clients in den Impfstellen abgeschaltet wurden. Das ist ein bisschen radikaler Ansatz. Ich finde es spannend, dass das Andreas das damals gemacht hat, aber er hat es versucht. Ich finde es schon mal ganz gut. Wir haben es dann auch persistiert, später verschlüsselt und signiert. Aber tatsächlich war der erste Gedanke vom System so dezentral, dass dann auch nur, dass auch keine Persistenz von Informationen im Netzwerk nachvollziehbar war. Jetzt, das ist jetzt mal die Geschichte zu Sofortimpfen. Das steckt hinter Sofortimpfen.de, genau, das erkläre ich jetzt gleich. Jetzt gucken wir uns mal den Prozess an. Im Prinzip ist es so, eine Arztpraxis oder ein Impfzentrum stellt entsprechende Tokens zur Verfügung. Das Ganze wird dann vermittelt. Dann kann man diese entsprechend verfügbaren Impftermine quasi per Push ankündigen, broadcasten, sagen wir mal, hier, guck mal, es gibt Impftermine, die sind diese Tokens gibt. Dann kann natürlich ein Client, also ein Impfling, damit Kontakt aufnehmen, sagen, okay, ja, hier, ich möchte einen. Und da kann man zwischen diesen beiden vermitteln. Das ist so das Kernprinzip von dem Ganzen. Das heißt, man lässt nicht die Impflinge dauernd nach Impfterminen fragen, sondern man broadcastet Impftermine und wenn die weg sind, sind die weg. Und das kann man natürlich auch so einschränken, dass man es auf Postleitzahl-Ebene einschränken kann, auf welche Art von Impfstoff brauche ich denn, habe ich eine Priorisierung, andere Dinge. Das heißt, dadurch, dass das quasi nicht von den Anfragen an Stellen der Impflingen ausgeht, sondern von den Impfstellen haben natürlich auch relativ wenig DDoS und sonstige Dinge, weil wenn die sagen, haben nichts, dann haben sie auch nichts. Das Ganze gibt es auch als Open Source. November 2021 war es dann so, dass wir festgestellt haben in Deutschland, ja, das mit diesem Impfen geht immer noch nicht. Ja, wir hatten damals schon die Lösung rumliegen. Wir dachten uns, wir könnten die auch mal ein bisschen größer machen. Es gibt von Sascha Lobo das schöne Zitat, in Spanien konnte die Organisation der Impftermine direkt auf die Smartphones der Bevölkerung schicken. In Deutschland wäre das gesamte Konstrukt zu teuer, würde die mächtigen Lobbyvereinigungen zu viel Macht kosten, da wäre schon mal Datenschutz völlig undenkbar. Das Zitat ist so eigentlich Bullshit, denn wir haben es auch mal so durchingeniert und hätten es zu der Größe gekriegt, dass es auch mit der Corona-Warn-App funktioniert hätte. Wir haben es auch mit BFC und BSI gecheckt, es wäre gegangen, ist dann gescheitert am BMG, Bundesministerium für Gesundheit. Jetzt, wenn mich meine Corona-Warn-App über Impftermine informieren möchte, dann muss ich auch nicht wissen, wer ich bin, sondern nur, ob die Rahmenbedingungen irgendwie passen. Weil es hat ja auch mit dem Warnen bei der Kontaktnachverfolgung funktioniert, ohne die Leute zu kennen, haben wir eigentlich ganz gut die Leute trotzdem warnen können. Gleiches Prinzip bei Impfterminen. Jetzt ist es so ein bisschen eigentlich wie Sachen, die man eigentlich auf dem Arm kennen sollte, die Nummer ziehen. Ich habe Nummer 5, jetzt ist gerade Nummer 4 dran, jetzt kann man sich mal langsam vorbereiten. Dazu gab es einen Flow, den ich mal versuche kurz in den wichtigen Teilen. Wenn ich jetzt kommt der heikle Teil der Präsentation, ich versuche zu scrollen in der Präsentation. Das Entscheidende ist, dass wenn ich erstmal lokal gecheckt habe, ob meine Impfung überhaupt schon bereit ist und ob ich jetzt die Auffrischimpfung brauche, dass ich in diesem
quasi diesen Backend einfach nur eine Nummer ziehe, den signiere und quasi eine Wartelistennummer habe und diesen Token quasi zurückhalte und dann weiß, okay, ich bin Nummer 500. Jetzt kann ich dann im Hintergrund ein bisschen pollen und gucken, wie die Nummern irgendwie, wie schnell das die runtergehen, also wann ich da dran wäre. Wenn ich dann feststelle, ja, jetzt langsam ist meine Nummer, die ich habe, und die Nummer des Systems, die gerade verarbeitet wird, jetzt wird es langsam spannend, jetzt kann ich mal wirklich einen Termin anfragen, kann ich quasi mich vorbereiten, darauf jetzt eine Anfrage zu stellen. Genau, das ging dann so ein bisschen weiter, dann kann man quasi in dem Moment, wenn man an der richtigen Wartelistennummer ist, dann auch verfügbare Impftermine anzeigen und dann entsprechend das Impftermin-Marking ausmachen. Das heißt, wir sind dann tatsächlich an dem Punkt, dass wir ein System gebaut haben, was nun mit Nummern von Wartelisten arbeitet, aber trotzdem so eine Art Push- und Vorwarnfunktion und andere Dinge technisch hinkriegt. So, das Lustige an diesem System war, wir hatten eigentlich auch relativ viel Support von so Cloud-Providern, die sagten, okay, hier ist aber ein Cloud-Stack, wir stellen auch da auch irgendwie ganz Infrastruktur dafür, weil wir das spannend finden. Wir haben dann festgestellt, dass wir zwar ein höchstes Verfügbarkeitscluster haben, aber dass wir eigentlich nur für das ganze System Raspberry Pi brauchen, weil wir ihnen so wenig Daten hinterschicken. Wir haben also mit 20 Millionen Impfterminen mal simuliert, wie viel Speicher würden wir denn brauchen. Naja, es waren so 4 GB, haben wir also beim Raspberry Pi. Und haben festgestellt, okay, wir haben keine Gesundheitsdaten im System, wir können es komplett föderieren, weil wir einfach uns so fokussiert haben drauf, was ist eigentlich das Problem, was wir lösen wollen. Genau. Und das zeigt auch, dass so Privacy-Preserving-Lösungen funktionieren würden, wenn man sich darum bemüht, sie zu gehen. Denn sie reduzieren die Aufwände und Risiken, sind oftmals ganz, ganz kleine Detailideen, die man machen muss. Und sie erfordern natürlich auch ein sehr digitales Prozessverständnis. Und sie werden allerdings kaum gelehrt oder gefordert. Man sieht es auch an der Thematik der elektronischen Patientenakte, wo es dann heißt, ich brauche die gesamte Akte, damit ich dich auf deine Impftermin hinweisen kann. Aber naja, man könnte das auch so bauen, dass man das wesentlich datensparsamer macht, ohne eine zentral gespeicherte elektronische Patientenakte von 80 Millionen Bundesbürgerinnen hinkriegt. Wir haben dann den Versuch gemacht, das zu tun. Hat damals nicht so ganz funktioniert, aus der gesellschaftlichen Perspektive. Aber ich glaube, es ist ein technisch ganz spannendes Detail. Und damit wäre ich auch bei dem Thema der Fragen. Ich habe eine Frage, also sehr cool, dass du die Technik ausgespart hast. Ich habe trotzdem mal eine Frage, wie ihr dieses Zero Trust Network für iOS Connect, wie ihr das so technisch umgesetzt habt, also welche Programmiersprache. Ja, genau. Es gibt auch einen Background-Artikel, also es ist Open Source, ihr könnt es euch angucken im Detail. Auch das Thema Impfen. Ist auch verlinkt hier auf diesen wunderbaren Artikel. Die Slides gibt es dann nachher irgendwie auch verfügbar. Von der Technik her ist das Thema. Also die Iris Clients waren Java, klassische Java irgendwie, Details kenne ich jetzt nicht, ich mache Frontend, aber Frontend weiß ich, es war Vue. Und die ganze Netzwerkgeschichte war ein Go-Client, ein gRPC-Client, der MTLS quasi konnte. Das heißt, wir konnten in den gRPC-Client halt auch unseren eigenen Protokollkram schnell reinbauen über Protobuf und haben dann extrem leichtgewichtig quasi da zentrale Dienste, dann gRPC-Client, der bringt halt Dinge bei, die er können soll, also irgendwie frage Daten ab oder bekomme Daten und irgendwas. Was die Challenge da damals war, das ist auch ein bisschen schon von vornherein darauf zu denken, dass es synchron und asynchron geht, weil wir immer davon ausgehen müssten, da gibt es so eine händische Anfrage, die noch jemand arbeiten muss. Aber ansonsten war das gRPC, HTTP2-Logik, was man so macht. Du hast erwähnt, dass dieses Iris Connect System auch in Tuning gelaufen ist und dass da irgendwie der Datenschutzbeauftragte da Bedenken hatte oder irgendwie das in Erinnerung. Bei dem Impfterminsystem von Tuning, von dem war ich persönlich betroffen, die haben einfach als Wartezimmerfunktion Cloudflare davor gepackt.
Da kann sich natürlich schon die Frage stellen, warum das dann wiederum in Ordnung war. Also irgendeinen Insight, warum sie da bei dem einen so rumgewettert haben, aber Cloudflare war dann in Ordnung. Ich habe einen sehr, 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 sehr tiefen Insight, weil wir mit Thüringen gesprochen haben, also wir haben mit dem Bundesamt gesprochen. Wir haben auch mit Krankenkassen und sonstigen Leuten auf Bundesebene gesprochen. Es gibt die Tendenz, dass Verwaltungen dann doch den Drang hatten, was Eigenes zu entwickeln. Und dann gibt es das Szenario von, man will sein altes System nicht abschaffen, weil es läuft ja. Das war auch bei Impftermin-Service.de, das war das System der KBV. Das war halt einfach groß skaliert, dachte, das wird schon funktionieren. Man hätte aber dann quasi sein eigenes System überwerfen müssen und sagen, ja, aber dann war nichts, wir müssen nochmal komplett ansetzen. Das ist in der Verwaltung und im Gesundheitswesen aber sehr, sehr schwer möglich. Der Grund, warum das BMG dann dagegen war, die Terminvergabe in die Corona-Warn-App einzubauen? Ich vermute, dass, also das BMG hatte Bedenken damals, dass diese Backend-Infrastruktur, das müssen wir mal ganz groß aufziehen, das müssen wir in die Telematik packen und so weiter und so fort. Wir haben dann auch versucht, mit Menschen, die normalerweise die Telematik kaputt machen, ihnen zu erklären, es gibt auch einfache Zugangswege. Aber ich glaube, das war der Gedanke, ist auch beim BMG immer gewesen, wir wollen das in unsere Rieseninfrastruktur bauen, wollen eigentlich noch ein sehr, sehr kleines, spezielles, hocheffizientes Problem lösen. Eine Frage noch? Ich habe vielleicht ein bisschen eine heikle Frage. Sie haben die Arbeit in dem einen Gesundheitsamt am Anfang beschrieben. Mhm. Wie wir aber wissen, hat das ja in den meisten anderen Gesundheitsämtern, insbesondere im selben Bundesland, nicht stattgefunden. Ja. Auf welcher Verwaltungsebene müsste sich denn was ändern, damit sich das ändert? Ich versuche eine diplomatische Überlegung dazu zu machen. Leider auf allen ist das Problem. Das Thema ist, in Verwaltungen gibt es so, also wegen der föderalen Struktur, die kann man es gut oder schlecht finden, aber es gibt so dieses Scheuklappendenken von, das ist meins, das ist mein Geld, das ist mein Projekt, das ist mein Prestige und mein Benefit, den ich davon rausziehe, mit dem ich mich politisch positionieren will. Man hat in der Verwaltung komischerweise nicht so sehr Nutzen davon, wenn man sagt, ich habe eine Schnittstelle implementiert oder eine Schnittstelle bereitgestellt, weil man möchte halt den Leuten irgendwie eine App in die Hand geben und sagen, hier guck mal, damit kann ich mir jetzt noch eine Pressemeldung stellen. Das Denken, dass man, dass die das gesamte digitale Verwaltung, das Gesundheitswesen, ja quasi eine große Plattform ist, muss man, glaube ich, auf vielen Ebenen Leuten auch von kommunal bis auf Bundesebene beibringen und auch tatsächlich die Schritte von Netzwerk zu Fuß gehen, sehr mühsam machen, aber das ist Teil meines Jobs. Ja,